Sondersitzung im Sächsischen Landtag. Die Linksfraktion möchte unter anderem wissen, warum DHL bei der Vertragsverlängerung mit dem Flughafen Leipzig-Halle nur etwa 20% mehr zahlen müsse, weniger also als den Inflationsausgleich. Ja, ich sehe das auch als Geschenk an, zumal das ja auch immer noch deutlich unter dem bundesdeutschen Niveau ist. Ja, also es gibt noch einen Frachtflughafen, der auch in der Nacht fliegt in Deutschland, das ist Köln-Bonn mit UPS, also ähnliches Unternehmen wie DHL. Die zahlen teilweise doppelt so hohe Gebühren fürs Landen, für Lärmemissionen und so weiter. Das heißt, Leipzig ist immer noch ein Billigflughafen, trotz der 20% Steigerung, was ja gerade mal, wenn überhaupt, die Inflationskosten ausgleicht. Und vor allem wurde der Vertrag jetzt bis 2053 verlängert. Also in 10 oder 20 Jahren sind die Kosten ja nochmal explodiert, aber die Einnahmen nicht. Das finde ich schon ein massives Problem. Dass man das einfach so unterschreibt, ist eigentlich nicht akzeptabel. Problematisch auch, weil der Freistaat gerade erst ein millionenschweres Hilfspaket für den defizitären Flughafen in Aussicht gestellt hat. AfD und CDU kontern, dafür generiere DHL auch Steuereinnahmen. Dass man mit DHL jetzt einen langfristigen Vertrag gemacht hat, heißt, DHL wird sehr lange jetzt in Leipzig bleiben, was ein großer Vorteil ist. Für den sächsischen Steuerzahler ist das natürlich eine Entlastung, wenn entsprechend die Wirtschaftsunternehmen vor Ort, die auch die Wirtschaftskraft und die Angestelltenverhältnisse in die Region bringen, dann entsprechende Entgelte zahlen. Aber ob der neue Vertrag mit DHL den Steuerzahler merklich entlastet, kann auch bei der Sondersitzung nicht geklärt werden. Da kann es auch noch Veränderungen geben, aber dazu liegen uns einfach nicht genug Kenntnisse vor, weil wir hier uns in einem Bereich bewegen, der zwischen zwei Unternehmen eine Vereinbarung geschlossen wurde und da Geschäftsgeheimnisse berührt sind und deshalb werden da Details nicht offengelegt. Nach der Wahl wird das Thema den nächsten Landtag wohl wieder beschäftigen, wenn es erneut um die Finanzspritze für sächsische Flughäfen geht.